etwas erschreckt. Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Und damit erstmal willkommen zurück zu The Evil Within. Ich weiß gar nicht, was hier noch Realität ist, was überhaupt noch hier los ist. Ich hab keinen blassen Schimmer. Und was ist das für eine seltsame Kiste, die dort auf dem Tisch liegt? Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir hier beim letzten Mal aufgehört haben. Ich weiß wohl, dass wir hier aufgehört haben in dieser Anstalt, in dieser anderen Welt. Aber ich kann mich nicht entsinnen hier. Alter, was ist hier los? Vor allem das Video, ganz komisch. Ich starte das Spiel und auf einmal kommt ein Video. Was soll denn das? Kirchenboden bricht ein. Kirchenboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeugen spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Das haben wir in der letzten Folge erlebt, dass der Kirchenboden eingebrochen ist. Also war das also eine Kirche, wo wir gewesen sind. Aber wenn das doch in den Nachrichten ist, dann ist das doch... Was ist denn dann Realität? Ist das jetzt Realität, wo... Ich verliere den Verstand. Ja. Oh, ich sollte das vielleicht... Was? Fotos. Alter! Alter, auf mit der Scheiße! Alter. Ich wollte eigentlich euch noch gezeigt haben, dass wir hier übrigens die Karte haben von Crimson City, die wir leider... Eine Karte der Stadt, vielleicht bringt sie mir etwas weiter. Ja, aber leider haben wir da noch nicht alle Kartenfragmente. Ihr seht, wir haben ein paar gefunden, aber nicht alle. Ich weiß nicht genau, wie wir diese Karte nutzen können. Wir konnten sie uns jetzt einmal nur angucken und dann war es das auch gewesen. Alter, was ist hier los? Hallo? Und warum ist das so dunkel? Was war das? Da bewegt sich was. Alter, da bewegt sich was. Hallo, liebe Tante. Bist du da? Wir haben auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Den werden wir jetzt auch einsetzen. Ich werde mal... Ich glaube, ich nehme mal den hier. Jo! Hagel! Wir haben wieder Hagel gefunden. Alter, 5000 Hagel? Alter, wir haben 14.000. Ich würde gerne speichern. Und was ist hier los? Warum ist das... Ich traue mich gar nicht weiterzugehen. Hallo? Warum ist der Boden so nass? Oder meine ich das nur? Ach nee, es spiegelt nur. Was ist hier los? Warum ist es so dunkel? Verdammte Axt, was ist denn hier los, ey? Ich würde gerne... Ich darf nicht speichern. Wie geil ist das denn? Das ist mal voll cool. Das ist mal gar nicht cool. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Wo ist überhaupt die Tante hin und warum? Naja, immer noch 5 nach 10. Es hat sich nichts geändert. Ist der Stuhl denn noch da? Hehe. Ich bin ein klein wenig angespannt, aber nur ein bisschen. Ich darf also auch nicht zurück durch den Spiegel. Wo müssen wir hin? Wo ist die seltsame Frau? Auf jeden Fall dürfen wir auf den Stuhl. Ja, Alter, mit 14.800. Oh, geil. Anstatt Basti jetzt erstmal guckt. Nein, da wird sich jetzt erstmal schön auf den Stuhl gesetzt. Genau. So, wir werden natürlich jetzt erstmal ordentlich hier pimpen.
Auch was die Waffen angeht, hatte ich ja gesagt gehabt auch mal. Ich wollte doch nach Waffen, genau. Feuerrate, was nehmen wir denn da? Wir haben hier so viele Sachen. Ah, die Qualenarmbrust haben wir, glaube ich. Nachladegeschwindigkeit, wenn wir mal erhöhen. So. Revolver. Werden wir mal die Feuerrate erhöhen. Die Nachladegeschwindigkeit. Das tut so weh. Oh mein Gott. Die Magazinkapazität machen wir auch mal. Genauigkeit. Lassen wir mal. Als nächstes Reserven. Wir werden von den Qualenarmbrustbolzen. Nee, Alter, das kostet 5000. 5000 kostet das, aber ganz schön teuer alles hier. Streichhölzer haben wir genug. Spritzen lasse ich mal. Explosivbolzen. Der Wirkungsradius und die Dauer des Stromschlags können erhöht werden. Okay, haben wir aber noch nicht ausprobiert. Ich lasse das mal. Ich werde mal auf die Lebensanzeige erhöhen, glaube ich, oder? Die Spritzenwirkung machen wir, glaube ich, mal gleich höher. Ich glaube, das machen wir mal. Hatten wir bei Reserven, was wollten wir denn? Ich weiß, das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr schwierig, dieses Spiel. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin noch unschlüssig. Ich glaube, die Nachladegeschwindigkeit der Schrotflinte werde ich mal erhöhen. Und so, wir haben noch 2300 von dem Haargel. Aber wo ist meine Friseuse eigentlich hin? Ich bin mir da noch so ein bisschen unschlüssig, wo sie ist. Machen wir mal die Feuerrate von der Flinte auch nochmal. Und dann können wir... Was können wir noch machen? Können wir noch irgendwas mit 1300 anfangen? Granaten. Machen wir mal. Machen wir ruhig mal eine Granate mehr und dann war's das auch. Wir sind gut ausgerüstet, finde ich. Sehr, sehr gut. Aber die Frage ist immer noch, wo sind wir hier? Und verdammt nochmal, wo ist meine Friseuse? Ich will mir doch endlich die Haare flechten lassen von ihr. Alter, das ist so dunkel, das gibt's gar nicht. Und wir haben bei mir auch schon dunkel. Wir haben schon mittlerweile jetzt gleich, ja, gut 18 Uhr. Wir haben ja, ist ja schon, die Uhren wurden ja schon umgestellt. Ich nehme das Ganze ja hier an dem schönen Sonntag auf. Falls euch das... Da krabbelt irgendwas an der Wand hoch. Ich traue mich gar nicht, die Türen zu öffnen. Geh mir mal in mein Zimmer. Vielleicht liegt ja mal hier wieder eine Zeitung, die ich lesen könnte. Verdammte Axt. Eine Scheiße. Nix zu lesen. Kacke. Und schlafen kann ich auch nicht auf dieser Kackmatratze. Diese Dinge habe ich schon mal gesehen. Ich meine, das sind Kakerlaken, die eine... Die sind aber sehr, sehr dünn, die Kakerlaken. Ich schau mal, ob ich vielleicht die anderen Türen... Okay, die anderen Türen kann ich nicht öffnen. Das heißt nichts Gutes, denn... Ich war... Alter! Ich hab mich nicht erschrocken. Nein, hab ich nicht. Wo läuft sie hin? Da ging's doch noch nie weiter. Alter! Alter, hör auf mit der Sch... Was? Was? Wieso sind denn jetzt hier auf einmal Türen und... Und wieso ist hier eine Treppe? Hehe. Verdammte Axt, Alter. Und wieso ist hier... Wo bin ich denn hier? Alter, dieses Sch... Was? Nein! Was? Und jetzt? Alter, wie soll ich den alle ma... Wir sind nicht in der realen Welt. Definitiv nicht. Die Frage ist doch... Okay, zurück kommen wir nicht. War das gerade der Schlechter? Vom Niederrhein? Ich weiß es nicht.
Ich weiß auf jeden Fall, ich will hier nur raus, Alter. Ich habe mich nicht erschrocken. Ist voll cool, das Spiel, also lohnt sich. Hallo? Oh nein, nicht schon wieder er. Leslie? Unser Leslie. Sebastian? 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 Also fassen wir mal zusammen. Fassen wir mal ganz kurz. Also ich fasse mal kurz zusammen und ziehe da mal so ein bisschen meine Rückschlüsse. Wir wissen auf jeden Fall, dass dieser Ruvik mal ein Arzt gewesen ist. Das haben wir herausgefunden. Und der sich wohl mit den Patienten wohl vereinen wollte. Irgendwie durch die Gehirnwäsche, die sie dafür getrieben haben, das wissen wir. Ruvik ist also der mit dem weißen Mäntelchen. Können wir die Kisten zertrümmern? Nö. Und... aber... es ist taghell? Ach, wie schön. Ein schöner, lauer Sommertag. Ja, wie supi. Was finden wir denn hier? Hui, ein Speer. Juhu, für die Quallen am Brust. Ich werde mal eben... wie war der nochmal? Ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt schon eine längere Aufnahmepause. Ich muss mal wieder reinkommen ins Spiel. Wir haben keine einzige Pistolenmunition? Hätte ich mal ein bisschen was gekauft vorhin, ey. Das gibt's. Und wir haben immer noch nicht gespeichert. Alter. Ich muss speichern, aber ganz, ganz dringend. Aber welche Nummer unser geistesgestörter Freund da drin spielt, weiß ich noch nicht ganz. Vielleicht war er der Einzige, bei dem es geklappt hat. Aber wir werden sehen. Ich bin so ein bisschen happy jetzt gerade, dass es schön ein super heller Tag ist. Also, aber das gerade im Dunkeln, das machte schon irgendwie Panik, bin ich ganz ehrlich. Also, oh, wie schön. Oh. Ein laues Lüftchen fliegt mir um die Ohren. Und Bastis Haare stiegen in Wind auf, wie eine Feder von einem Vogel. Und er stand alleine da, an dieser Ruine eines Hauses. Und wir kennen diese Ruine, wir haben sie auf den Fotos gesehen. Und das war, glaube ich, eins der ersten Bilder, kann das sein? Oh nee, das heißt also... huch, hoppala, falscher Knopf. Das heißt also, wir werden auf jeden Fall auch noch das Loch sehen. Wo ich ja jetzt schon mich freue. Man sieht es mir wahrscheinlich im Gesicht an, dass ich mich freue. Kapitel. Genau wie auf den Fotos. Kapitel 6. Wir verlieren uns. Ach du Scheiße. Boah, sieht das geil aus. Entschuldigung. Ist einfach mal so. Wie eine Filmkulisse jetzt gerade. Genau wie auf den Fotos, aber ich bezweifle, dass wir hier nicht lange alleine bleiben werden. Aber das sieht schon toll aus. Das da hinten ist wahrscheinlich immer noch dieser merkwürdige Leuchtturm. Den haben wir ja in Folge 2 oder 3 mal gesehen, der so ein bisschen diese Zombies etwas lenkt oder beeinflussen kann. Ich werde mich mal hier umsehen und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Weil mir ist aufgefallen, ich habe einige Sachen doch verpasst, ja, zu sammeln. Und wir wissen ja, Kartenfragment 1 fehlt uns immer noch. Okay, hier komme ich nicht lang. Hallo? Und... ja, das Spiel geht ganz schön auf die Psyche und so ein bisschen so dieses gestörte...
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was die zwei Kisten dort oben zu bedeuten haben. Entweder ist da was drin, was wir gebrauchen können, oder totaler Schwachsinn. Ich schau mal. Okay, da ist ein Seil. Oh! Ja, geil. Geil, 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 geil. Erstmal nachladen. Und natürlich jetzt erstmal verballern. Weil wie soll ich sonst die... Ich will so ungern was verschießen. Ja! Ja! Alter, geil. Dann werde ich trotzdem mal eben schauen, ob wir ein paar Armbrustbolzen erstellen können. Herstellen. So, wir haben jetzt wechseln. Ja, wir können jede Menge. Also, machen wir mal von den normalen Harpunbolzen haben wir jetzt 3. Achso, das zählt alles zusammen. Außer die, okay. Außer die Blendbolzen. Aber die haben wir noch nicht großartig benutzt. Die werden wir demnächst mal ausprobieren mal. So. Das ist schon mal gut zu wissen. Auf jeden Fall haben wir in der einen Kiste, wenn ich das richtig gesehen habe, war das nochmal Shotgun-Munition. Und was ist das? Oh, eine Spritze. Und Shotgun-Muni. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das heißt also für uns, wir sind weiter gut ausgerüstet auf den... Ja, Weg der Qualen, da ging es ja nicht mehr weiter, ne? Oder kann man da rüberklettern vielleicht? Wir schauen mal. Nein, da kann ich nichts tun, okay. Das heißt also, wir gehen den Weg weiter. Es hat schon einen gewissen Kino-Feeling jetzt gerade irgendwie, also muss ich mal sagen. Obwohl am Anfang so viele gebettelt haben oder gejammert haben über diese Balken, finde ich jetzt, wenn man diese Szene so sieht, Alter, das ist schon verdammt cool. Wenn ich jetzt so einfach mal... Ich glaube, ich werde mal das als Thumbnail nutzen. Ich werde mich jetzt einfach hier hinstellen. Und das wird das neue Thumbnail für diese Folge. Ja, das ist ja so cool. Das gibt's gar nicht. Alter Falter. Verdammt wird das geil. So. Da hängt einer. Ich traue mich noch nicht zu dem großen Gebäude zu gehen. Ich schaue mich erstmal um. Ein wenig, weil wir wissen ja, ich habe, oder beziehungsweise ich weiß, dass ich etliches liegen gelassen habe. In Folgen davor. Weil ich habe bei anderen Let's Playern mal so ein bisschen auch verfolgt, die noch vor mir waren. Und... Ja, ich weiß definitiv, sie haben etwas liegen gelassen. Oder beziehungsweise ich habe was liegen lassen. So. Das ist natürlich doof. Ich würde gerne nichts verschießen, aber ich muss ja... Eine Kugel verschossen. Ja, und quasi 4 bekommen. Wenn wir die eine abziehen. Ja, geil. Geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Die Frage ist nur, warum kriegen wir hier so viele? Kann man ihn anzünden? Hier lag noch was, glaube ich, ne? Ja, geil, eine Granate. Ich würde den gerne anzünden, aber warum geht das nicht? Ach, da steht eine Statuette. Mit dem Schlüssel. Aber wenn ich den jetzt hau... Ach, wisst ihr was? Scheiß was drauf. Oh. Hey, jawoll. So einen Boxsack hatte ich eigentlich in meiner Schule auch mal gehabt. Yeah! Schwingen mit Fred. Puh. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal da unten zum Tor. Und dann sehen wir mal, wie es da weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet hier bei The Evil Within. Oh Mann, spannend geht's weiter. Bis morgen. Tschüss.